Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Destiny. Heute wagen wir uns mal ein ganz großes Stück, nämlich die Strike-Mission auf dem Mond. Es lauert tief im Höllenschlund. Wir spüren es. Eine Schar-Monstrosität, gezüchtet für unvorstellbares Übel. Wir müssen in ihre Beschwörungsgruben eindringen und dieses Geschöpf zerstören, bevor die Schar es auf uns hetzt. So, das ist nämlich das Dungeon. Das letzte auf dem Mond, die letzte Quest quasi, die man auch wieder nur zu dritt machen kann. Also das Gruppensystem von Destiny sucht euch, wenn ihr nicht schon in einer Dreiergruppe seid, direkt zwei Mitstreiter. Und da scheinen wir wohl auf einen größeren Endboss zu treffen. Das war deine Idee. Finden wir dieses Ungeheuer. Hier direkt mal mit gutem Beispiel voran und mache den Eingang frei. Wo bleiben denn meine anderen beiden Kollegen? Einer ist da hinten. Der andere ist schon da vorne. Wie schnell ist der denn unterwegs? Der ist wahrscheinlich mit seinem Moped direkt durchgefahren. Der fährt einfach an allen vorbei. Den kümmert das gar nicht. Wie weit wir runter müssen, bis wir die Beschwörungsgruben finden. Tatsache, der zieht einfach durch. Interessiert ihn alles gar nicht. Dafür bleibt der andere ein bisschen stehen erstmal da vorne. Macht gar nichts. Lustiges Trüppchen, das kann ja was werden. Ich bin gerade tatsächlich alleine. Obwohl wir hier in einer Dreiergruppe sind. Wer hätte das gedacht, Leute? Wer hätte das gedacht? Wir haben aber auch einen 25er in der Gruppe. Die Maximalstufe ist ja, wie ihr bestimmt wisst, Level 26. Da kann dann hoffentlich nicht mehr viel schief gehen. Wir müssen da durch. Ich versuche, das Tor zu öffnen. Der hat jetzt wahrscheinlich hier schon alles abgeräumt. Nicht ein Gegner ist mehr übrig für mich. Ja, tatsächlich. Ich treffe hier auch niemanden. Ein Triptychon mit Charu. Es heißt, sie seien unknackbar. Na, wo steckt der denn? Der zieht uns wahrscheinlich hier einmal durch. Vielleicht auch nur mich alleine, wissen, wenn der eine da gar nicht mehr dazu kommt. Ich mach mich an die Aber ich hätte noch ein bisschen was für mich übrig gelassen. Das ist sehr nett von ihm. Dann habe ich auch noch ein paar Kills auf dem Konto. Zieht hier aber echt ganz schön durch. Neukonfiguration. Moment. Ihr bleibt mal direkt hier unten. Vielleicht kriege ich dann irgendwoher was ab. Oder ich sehe, wo sie herkommen. Wäre ja auch nett. Da kommt was her. Ja, Mensch, so wie wir dich hier alle abräumen, wird es doch hier. Oh. Da habe ich jetzt auch ein bisschen was abbekommen, aber müsste doch ein leichtes Spiel werden für uns. Ja. Ach, von da oben kommen noch ein paar größere Geschichten. Oh, hier im Schwerter. Da muss man jetzt, auch wenn man gut aufgestellt ist, ein bisschen aufpassen. Vor allem, wenn dann auch noch eine Hexe dabei ist. Ich erkenne ein Muster. Sollte nicht lange dauern. Aber der Tireto da oben, der kommt irgendwie nicht hinterher. Der hat wahrscheinlich keinen Bock. Sowas mag ich nicht so gerne. Gehen. Ich fühle mich hier nicht besonders sicher. Munition bräuchte ich vor allem mal.
So, das Fusionsgewehr hier auf jeden Fall nicht meins. Bin ich kein großer Fan von. Aber es macht halt relativ viel Schaden. Jetzt habe ich ein Problem gerade. Ich komme hier gerade gar nicht weg. Nee, das war nichts. Schade. Na, wo springt er rum? Da hinten. Oh, da kommt er aber ganz schnell, um mich wieder zu beleben. Vielen Dank. So, und da haben wir auch die drei Wellen durch. Ich hab's. Das Tor öffnet. So, aber die Zeit werde ich jetzt mal kurz nutzen, um hier mal eine kleine Verwarnung auszusprechen. Wo ist denn hier unser netter... Der Tireto hier. So, Kollege. Sowas macht man nicht. Der ist zum einen inaktiv, nicht hilfreich. Und fertig. So, und dann rocken wir das Ding jetzt hier wenigstens zu zweit. Na, wo muss ich denn hin? Oder sind hier irgendwo noch Gegner? Wahrscheinlich eine Etage tiefer ist das alles. Jetzt will ich natürlich meinen Kollegen nicht alleine lassen. Oh, der Tireto scheint jetzt auch weg zu sein, oder? Nee, der steht da oben noch. Ja, aber den Raum, ich hätte da platt gemacht, ganz alleine. Ich sammle hier immer noch die Munition auf, kann ja nicht schaden. Klingt, als kämen wir näher. Oh, zu düster? Aber ich sprinte einfach durch, da ich weiß, dass unser 25er-Kollege hier alles im Griff hat. Ah, gleich habe ich ihn eingeholt. Na, warum kann ich denn nicht sprinten? Doch, jetzt geht's wieder. Wobei ich dann echt Bedenken habe, wie das beim Endgegner wird. Nur zu zweit. Irgendwas Rotes war hinter mir, oder? Habt ihr das gerade gesehen auf dem Radar? Egal. Ja, ziehen wir erstmal weiter. Boah, der hat's aber eilig hier. Ich glaube, der hat heute Abend noch was vor. So schnell, wie der hier unterwegs ist. Mensch, der sprengt hier alles weg. So, den haben wir auch. Das geht doch hier ganz gut. Oh, das ging schon... Oh, da sind wir schon. Das ist der Kollege, um den wir uns kümmern müssen. Natürlich sehr viele Ads dabei. Ein paar von denen müssen wir uns vielleicht jetzt am Anfang auch erstmal kümmern. Deswegen gehe ich hier auch mal gerade ein bisschen auf Abstand, dass man sich erstmal... bisschen was Kleinvieh kümmern kann, das hier so unterwegs ist. Boah, da muss ich mich jetzt echt ein bisschen konzentrieren. Echt viele Ads. Bleibt der so angekettet? Da macht man irgendwie ziemlich viel Schaden auf den. Oder muss man den irgendwie dann nur schießen? Ne, die Ketten sind nicht angreifbar. Gleich geht es dann tatsächlich erstmal noch ein bisschen um den Trash, der hier rumläuft. Oh, Schuhe gewonnen, danke. Oh, da ist es viel frei. Mein Kollege zieht direkt Aggro. Die versuche ich ihm abzunehmen. Und das ist mir auch gelungen.
Das gibt Gas. Das gibt richtig Gas. Oh, es sieht mich hier unten auch. Was ist das? Was ist das Rote, was hier... Oh, 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 ein Raumschiff. Ich bin natürlich genau an der Landestelle. Das kann nicht sein. Oh, 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 ob diese Säule reicht als Schutz? Muss sie vorerst. Ach nee. Guckt euch da, da ist der Tireto dazugekommen. Ist das nicht nett? Wir müssen es doch nicht ganz alleine schaffen. Wurde aber auch Zeit, Kollege. Wie, keine Munition mehr? Jetzt habe ich ein Problem. Aber gut, dass hier so viel Kram rumliegt. Da kann ich ein bisschen einsammeln. Weil so viel Kram liegt hier gar nicht. Ich suche mir aber mal welchen zusammen. Da ist jemand gestorben. Wer war das denn? Sogar unser wichtigster Mann. Ich traue mich dabei jetzt gerade echt nicht hin. Vielleicht spielen wir da lieber ein bisschen auf Zeit und warten, bis er selbst respawnen kann. Ach, hier bei den Rittern war das. So, und da bist du wieder am Rennen, Kollege. Ich habe eine Rakete. Wo kommt die denn her? Ganz egal, die würge ich ihm jetzt rein. Oh, das hat ihm nicht so gut gefallen. Jetzt ist er sauer auf mich. Hier noch ein bisschen Munition. Die wird mitgenommen. Oh, da kann ich gerade irgendjemandem ganz schlecht die Akku wegnehmen. Jetzt hat's geklappt. Da kommen wieder Besucher zu uns. Aua, aua, aua. Gar nicht gut. Oh, oh, Ritter mit Schwertern. Finde ich nicht so schön. Und die laufen auch noch hier umher. Weg, 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 weg. Uah! Warum geht der denn auf mich, der Kollege hier? Der hat dir doch jetzt gerade gar nichts getan. Mal eine Granate dazu schmeißen, vielleicht hilft es ja was. Oh, seht ihr? Sogar ein Upgrade dafür bekommen. Oh, 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 oh. Jetzt ist er sauer auf mich. Die haben da mit der Hexe zu tun, das ist natürlich bitter. Oh, 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 oh. Immer noch sauer auf mich. Wo ist die Hexe? Ich sehe sie nicht. Ich hatte sie, hatte sie. Nein. Aber jetzt haben wir sie. Sehr gut. Die haben da immer noch mit den Ads zu kämpfen. Oh, 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 oh. Wo kommt ihr denn her, Kollegen? Wo kommt ihr denn her? Und schon wieder habe ich keine Munition mehr. Dann muss ich noch ein bisschen da in die Richtung. In der Hoffnung, dass da was für mich liegt. Da liegt sogar tatsächlich was. Ein Gewehr. Hier auch ein kleines bisschen Munition. Da kommt schon wieder ein Schiff schnell hier weg. Oh, wir sind hier alle auf einem Speck. Das ist nicht so gut. Ich gehe wieder darüber auf diese kleine Terrasse hier. So. Mensch, da fehlt nicht mehr viel. Den kriegen wir doch noch. Das wäre doch gelangt. Ah, oh, Deckung. Die machen da drüben die Ads. Alles klar. Kommt hier wieder auf mich. Hier, spiel mit mir, Kollege. Spiel mal mit mir. Schön. Oh, oh, oh. Da hat er jemanden geplättet. Ob ich mich dahin traue? Nee, das ist zu riskant. Das ist echt zu riskant. Oh, vor allem, wenn jetzt wirklich beide Akku ziehen da drüben. Komm mal hier rüber, Kollege. Greif mich mal an. Nimm das, du Schund. Da fehlt nicht mehr viel. Trotzdem ist er mir gerade ein bisschen zu nah. Da ist jemand gestorben. Okay,
Okay, die kriegen es aber hin. Oh, der schießt da. Wer hat die Dreistigkeit? Nehmt ihr mal gerade die Aggro ab, bitte. Munition, sehr schön. Nein, lass ihn in Ruhe. Geh auf mich. Ja, zu mir. Aua, aua, aua. Ja, das sieht doch ganz hoch. Oh nein, er hat ihn erwischt. Schnell darüber. Seine Schusskraft brauchen wir auf jeden Fall. Auf die Damage Points können wir auf keinen Fall verzichten jetzt. Ah, er geht auf mich. Deckung, Deckung, Deckung. Wo ist er denn hin? Haben wir, haben wir's? Wir haben's! Ja, das war doch mal ein schöner Run. Endlich wurde das Monstrum zerstört. Die Vorhut wird dankbar sein. Ja, ein schöner Eine Run. Kreatur der Finsternis wurde natürlich besiegt. Gedankt des hohen Levels unseres Kollegen hier auf Level 25. Das wäre sonst bestimmt nicht so entspannt geworden. Wie viele Vielen Dank dafür. Noch da draußen. Wachsen in der Dunkelheit. Und das, meine Freunde, heißt, dass wir jetzt am Mond auch fertig sind. Wir können endlich zur Venus. Hey, ich habe noch ein schönes Bild auf das Innere des Mondes, das die Schar hier ausgegraben hat. Oh, das war aber nicht so klug. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir was in die Kommentare, würde ich mich total freuen. Abonniert meinen Channel und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, ciao. We'll be right back.